In diesem Video wollen wir ein Beispiel dazu geben, wie man die gegenseitige Lage zweier Ebenen bestimmt, wenn die eine Ebene in Koordinaten und die andere in Parameterform vorliegt. Hier haben wir die Beispielebenen und jetzt schauen wir uns einmal an, wie wir das machen. Wir gehen folgendermaßen vor: Wir schreiben die Ebene, die in Parameterform vorliegt, als Gleichungssystem. Das heißt, wir schreiben x1 ist gleich 1 plus 3r plus 2s, x2 ist gleich 1 plus s und x3 ist gleich 2 plus 2r. Das ist unser Gleichungssystem, beziehungsweise bei der Geraden haben wir gesagt, wir schreiben das als Punkt. Jetzt können wir das in unsere Ebene 2 einsetzen. Das heißt, wir können E1 einsetzen in E2. Das ergibt dann 1 plus 3r plus 2s minus 2 1 plus s plus 2 plus 2r gleich 0. Wenn wir das zusammenfassen, erhalten wir dann fallen die s weg und wir erhalten für r minus 1 Fünftel. Ansonsten, wenn s nicht wegfallen würde, müssten wir s durch r ausdrücken und r und s dementsprechend berechnen. Jetzt können wir r einfügen, können wir jetzt r einsetzen hier oben und erhalten dann eine Geradengleichung. Wir möchten ja wieder die Schnittgerade der beiden berechnen und nicht einen Punkt rausbekommen. Das heißt, selbst wenn wir s und r berechnet hätten, müssten wir nur eins von beiden einsetzen. Das heißt, unsere Schnittgerade ergibt sich, indem wir r einsetzen in e1 und e1 und dann erhalten wir g ist gleich 2 Fünftel 1 8 Fünftel, das ist unser Stützvektor, plus s 2 1 0.